Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute sollten wir mal über dieses Gerücht sprechen, was die Runde macht und was seitens Activision Spokesman, also Pressesprecher von denen, vor 4 oder 5 Tagen erst verneint wurde und warum trotzdem sehr viel hindeutet, dass das Quatsch ist am Ende. Und zwar das Gerücht, dass wir im nächsten Jahr, also 2023, Modern Warfare 3 bekommen. Weiß, jetzt überlegt ihr, Multiplayer, what? Es geht erstmal nur um die Kampagne, ob ein Multiplayer dazukommt oder nicht. Ich würde es aktuell definitiv verneinen, ohne es jetzt zu wissen, aber auf jeden Fall die Kampagne. Und bevor ich euch sage, und das wissen vielleicht viele von euch nicht, denn das ist schon 9 Jahre her, warum das eigentlich relativ sicher ist, dass wir das 2023 bekommen, eine wichtige Frage. Ihr habt ja mit Sicherheit, und ihr wisst, ich mache meinen Mund auch mal zu anderen Themen auf und bin nicht dieser einzige, der nur COD-Creator, Streamer, Gamer, Liebhaber, sondern bin der Auffassung, dass wenn wir hier auf YouTube eine Audienz haben, auch durchaus über Themen sprechen sollen, die für uns auch Interesse sind. Und ihr habt ja dieses leidige Schwachsinnsthema mit den Höhlenmenschen festgestellt, was auf der Gamescom war, zwischen Tanzverbot und seiner Freundin Lola und dem Höhlenmenschen, wie auch einmal der eine Casino-Streamer da heißt, mit seinem anderen idiotischen Casino-Streamer. Habt ihr Lust, dass ihr da so eine Meinung von mir zuhört, die vielleicht noch ein bisschen ausführlicher ist als das, was ich gerade gesagt habe? Oder habt ihr da gar keinen Bock drauf? Das schreibt gerne in die Kommentare, das hat mich irgendwie mal interessiert. Wenn ihr sagt, nee, bloß nicht noch mehr von den Schwachköpfen, kann ich das nachvollziehen. Ich kriege auch schon Kopfschmerzen. Ist aber ein interessantes Thema, wenn man sich mal so anguckt, wie viel Idiotie bei manchen Creatern im Hirn einfach mittlerweile vorherrscht. Aber Modern Warfare 3 Remastered. Was wir aktuell wissen ist, wir bekommen jetzt in ein paar Wochen MW2. Dann Infinity Ward hat 2 Jahre Lebenszyklus, was vielen einfach Sorge macht, weil keiner weiß, ob da genug Content die 2 Jahre kommt und. Und anders als die letzten 10, 11, 12 Jahre ist es dann so, dass wir nächstes Jahr kein neues Premium-Titel Call of Duty bekommen. Das heißt, nichts von Sledgehammer, nichts von Treyarch, kein gar nichts. Nach 2022, das nächste Call of Duty wird erst im Jahr 2024 droppen und wird neuer Black Ops-Titel von Treyarch sein. Dass es Treyarch ist, das ist bestätigt. Ob es ein Black Ops-Teil ist, ist nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass man bei Cold War nochmal neu ansetzt. Das ist meine Vermutung aktuell und die Reihe damit abschließt. Das wird sich aber zeigen, was genau das ist. Aber für 2023 hat in dem Investor-Call, den Activision mit den Investoren hatte, vor ein paar Wochen angekündigt, dass alle entspannt bleiben können, weil 2023 ein weiterer Premium-Titel von Activision droppt. Und seitdem sind eigentlich alle schwer am Überlegen, was das sein kann. Und es gab die Gerüchte, hey, Moment, der MW2-Multiplayer ist ja, viele sagen, der ist fertig, liegt auf einer Festplatte und wird nur gewartet, wann man den droppen kann. Kann ich mir vorstellen, dass das wirklich so ist. Aber viele sagen auch, ja Moment, MW2-Kampagne, erinnert ihr euch, die kam remastered damals in einem dicken Bundle mit Call of Duty Ghosts, weil man bei Ghosts wusste und gemerkt hat, im Gegensatz zu Black Ops 2, das klappt nicht so, wie wir wollen. Wir machen Bundle draus, das interessiert vielleicht mehr Leute, geben mehr Geld aus. Und dazu müsst ihr wissen, es gibt einen Vertrag zwischen Sony und Activision. Ihr wisst ja, Sony hat einen Exclusive-Deal, das heißt die Beta, COD etc., die ganzen Features, die Alphas werden immer erst seit ein paar Jahren, was heißt immer, aber seit ein paar Jahren, erst auf der PlayStation gespielt und von PlayStation-Spielern, das soll ja ein Anreiz für Leute sein, eine PlayStation zu kaufen, und dann 1, 2, 3 Tage später auf Xbox, PC, bla bla bla. Und Sony und Activision haben einen Vertrag, darüber wurde auf der E3 in 2013 gesprochen. Müsst ihr euch vorstellen, es wird keiner von uns im Schirm haben. Ich habe es auch durch Zufall erst gesehen. Und auf dieser E3-Messe, es ist ja neben der Gamescom und der Comic-Con eine der größten Messen aller Zeiten überhaupt, wurde über diesen Vertrag gesprochen. Und dieser Vertrag beinhaltet, dass Sony Activision dazu verpflichtet hat, bis zum Jahr 2025 Modern Warfare 1 Kampagne, Modern Warfare 2 Kampagne und Modern Warfare 3 Kampagne zu remastern und zuerst exklusiv auf der PlayStation anzubieten. Dieser Deal ist damals für natürlich viel Geld gemacht worden und Activision wird sich da gedacht haben, ach komm, geil,
das hat jetzt noch 8, 9, 10 Jahre Zeit. Machen wir mal. Sony profitiert davon, denn allein als der MW2-Kampagne remastered wurde oder die MW-Kampagne und dann ja auch der Multiplayer, Modern Warfare Remastered, kann man ja auch spielen, ist das ganz gut verkauft worden. Und wir haben für MW3-Kampagne nur noch 2 Jahre Zeit, wo es gedroppt werden kann. 2023 oder 2024. 2024, wenn ihr mich fragt, fällt raus, weil da der neue Treyarch-Teil kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein komplettes AAA-Full-Game von Activision released wird, dass man im selben Jahr die Kampagne von einem der Games nochmal dazu haut, weil man ja auch irgendwie beides nicht zusammen verkaufen will, sondern am liebsten, so ist Activision, so ist jedes vernünftige Finanzunternehmen, was Profit machen möchte. Was tun wir, wenn im nächsten Jahr oder was tun wir im nächsten Jahr, 2023, wir an dem Punkt sind, wo Modern Warfare 2 einfach schon vielleicht ein Jahr alt ist und Warzone 2, die neue Karte, wie auch immer sie heißt, schon ein Jahr alt ist und wir nochmal die Verkäufe ein bisschen ankurbeln wollen. Dann kommt Modern Warfare Kampagne, dritter Teil, Remastered ins Spiel. Ich würde jetzt mit jedem von euch um 10 Euro wetten, dass wir im Laufe des Jahres 23 ein Bundle bekommen, Operator, für die Kampagne von MW3, gemeinsam mit irgendeinem Operator für Warzone, gemeinsam mit MW2 im Bundle für 50, 60, 70 Euro. Und viele Leute wird es geben, die eigentlich nur Interesse daran haben, die Kampagne nochmal zu spielen, sich aber wegen 2-3 Operatoren und MW2 dann vielleicht dazu entscheiden, dieses Bundle zu kaufen. Dadurch, dass sie nur noch nächstes Jahr oder dann 24, wo schon großer Titel kommt, die Chance dazu haben, gehe ich ganz, ganz fest davon aus, dass wir tatsächlich MW3 Remastered Kampagne nächstes Jahr bekommen. Wir wissen, es kommt ein Premium-Titel, wir wissen, sie haben vertraglich nur noch 2 Jahre Zeit dafür mit dem Sony-Deal und wir wissen, MW1, MW2 haben wir durch und nächstes Jahr ist das einzige Jahr, wo überhaupt Platz und Zeit wäre, das Ganze zu droppen. Wenn ihr mich fragt, würde ich mich drüber freuen, denn ich habe wirklich riesige Sorge als Creator, als Liebhaber dieser Franchise, was ich immer noch bin, auch wenn die letzten Jahre echt hart waren und einfach als Spieler, genauso wie ihr, dass und die größte Sorge ist, dass wir das Infinity Ward und Activision, die sich hinter den Kulissen jetzt schon streiten, ob sie Content gleich am Anfang releasen sollen oder den aufteilen sollen, dass es nicht machbar ist, uns als Spieler mit dem Content für den Multiplayer und für Warzone 2 Jahre interessiert zu halten. Mit einem super schlechten Game wie Vanguard haben sie es nicht mal 8 Wochen geschafft. Und wenn ihr euch anguckt, wie ausgetrocknet die Seasons von Vanguard sind, 2 Karten, wovon eine am Anfang der Season ist, eine zur Mid-Season, 2 MPs, ARs, 2 Waffen, oftmals dann irgendwann eine dritte zwischendurch, 2-3 neue Operator und nicht mal neue Modi eigentlich. Das war der gesamte Content. Content, das ist kein Content, das ist Schmutz, Dreck und Verarsche am Spieler. Und wenn ich überlege, dass jetzt schon drum gestritten wird, ob Infinity Ward das Ganze sofort, was sie schon mal haben, für die nächsten oder ersten 7-8 Wochen rausdroppt oder es jetzt schon überlegt aufzuteilen, habe ich halt die Sorge, dass wir wirklich nach einem Jahr dort sitzen und sagen, okay, das war vielleicht gar nicht so schlecht, was ja auch sein kann, was machen wir jetzt eigentlich? Und da würde zumindest für 1-2-3 Monate eine Modern Warfare 3 Kampagne vielleicht mit 1-2 neuen Missionen dazu oder mit Sicherheit perfekt reinpassen. Einmal in das Finanzielle, was Activision plant und einmal natürlich in das Interesse von euch und von mir. Ist ja keine große Frage eigentlich. Ist meine Vermutung, schreibt in den Chat oder in die Kommentare gerne, was ihr davon haltet. Für mich klingt das einfach sehr plausibel und würde mich freuen, würde es aber nicht im Bundle mit MW2, weil das habe ich schon vorbestellt, kaufen, sondern für zum Beispiel, finde ich, 20 Euro für die komplette Remastered-Kampagne in guter Auflösung würde ich ausgeben. Mehr als 20 Euro nicht, weil irgendwann ist es einfach Verarsche für 8 Stunden Spielzeit. Leute, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Vielen Dank an den Support. Haut rein.